prøver at se det her landskab. Schauen Sie sich diese Landschaft an. Das Meer, die Dünen, die Dünenheide. Wir befinden uns hier am Spitzbergen mitten auf der Insel Röhm. Inmitten einer Landschaft, dem Wattenmeer, das eine fantastisch dynamische Landschaft ist. Es ist eine ziemlich junge Landschaft, nur etwa 9000 Jahre alt. Damals, als die Nordsee entstand, ging das Meer bis hierher, wo heute die Insel Röhm liegt. Röhm ist dann während der Zeit allmählich als Sand auf dem Strand gespült worden. Als der Sand trocken genug war, entstanden die Dünen, die der Wind zusammentrug. Wir stehen hier auf einer dieser hohen Dünen, von denen man einen fantastischen Ausblick hat. Auf eine Öffnung in der Dünenreihe, die wir die Schlachtbank nennen. Und bis zu den neuen Dünen, die nach und nach mit der Zeit an der Westküste von Röhm entstehen. Dahinter erblicken wir dann die Nordsee. Diese Landschaft ist ein schönes Bild der Dynamik und der Kraft dieses Gebietes um das Wattenmeer mit den Inseln. Dem Wattenmeer an sich, der Marsch und dann dem Festland dahinter. Hier am Rande von Röhm erkennt man wirklich die Dynamik in der Landschaft um das Wattenmeer. Die dänische Naturschutzbehörde Wattenmeer veranstaltet Fahrten in der dynamischen Landschaft hier an der Westküste, über die Wattflächen und aufs Festland. Die Marsch, wo wir uns jetzt befinden, ist einer der Orte, wo man Land aus dem Meer wachsen sehen kann. Die Priele sind der erste Puls der Gezeiten. Weil sich die Priele bei steigendem Wasser zuerst füllen und bei fallendem Wasser auch zuerst entleeren. Hier auf den fruchtbaren Wiesen haben die rastenden Vögel eine riesige Speisekammer. Und hier auf den Wattflächen finden die Wattvögel am Rand des Wassers alle die Tiere, die wir hier auf dem Meeresboden sehen. Alle die Tiere, die wir hier auf dem Hauptboden sehen. Hier befinden wir uns am Fluss von Brede. Sie mündet dort ins Wattenmeer. Das Land, die Marsch und das Meer sind durch Flüsse verbunden, die alle im Wattenmeer enden. Bei der dänischen Naturschutzbehörde im Wattenmeer finden Unterricht, Erlebnisse und Aktivitäten direkt in der Natur, an den Gewässern, in der Marsch, auf dem Meer und auf den Inseln statt. Die Marsch, die Havet. Og på øerne.